Schule ist das Sprungbrett in eine gesicherte Zukunft. Mit individueller Zuwendung, ohne Lerndruck und Noten. Damit werben immer mehr private Schulen. Und sie haben Konjunktur. Die Zahl der Schulen in freier Trägerschaft ist seit Anfang der 90er Jahre um 80% gestiegen. Kreatives Lernen, ein Lernen, was in größeren Zeiträumen denkt, also jetzt nicht nur von einer Prüfung zur nächsten. Kleine Klassen, jeder kennt jeden, man kennt sich von der ersten Klasse an halt auch und ist sich sehr vertraut. Der ökologische Bezug, das handwerkliche Angebot und eben die Kontrolle nicht so ist wie im staatlichen Schulbereich. Doch der Traum von der individuellen Schule geht nicht immer auf. Schleichend und meist unbemerkt engagieren sich Lehrer oder Eltern mit rechtsextremer Gesinnung im Schulbetrieb. Freie Bildungseinrichtungen bieten viel Mitspracherecht und damit Gelegenheit für ideologische Einflussnahme auf Kinder und Lehrinhalte. Das ist nichts, was auf den ersten Blick auffällt und das ist auch nichts, was einen jetzt sofort anspringt. Wie gefährlich das ist, gerade dieses ganz subtile Vertrauen schaffen, und zwar auf allen Ebenen, auf der Elternebene, auf der Schülerebene und eben im Kollegium. Und sich darüber wie eine feste Burg zu errichten. Dass ich sowas auch nicht mitgekriegt habe, dass ich sowas nicht gesehen habe. Wir haben es ja einfach erstmal ignoriert und uns wirklich nicht weiter Gedanken gemacht. Das war auf jeden Fall ein Fehler, den wir da begangen haben. Wir waren da sehr naiv und blauäugig. Ich wollte mich eigentlich nicht mit diesem Thema beschäftigen und habe immer versucht, das zu vermeiden. Ich wusste, dass es da. Aber ich dachte, so in meiner Welt passiert es nicht. Das Nichterkennen von Rechtsextremismus sei ein Riesenproblem, beklagt die mobile Beratung Niedersachsen seit Jahren. Lehrer und Erzieher mit antidemokratischer Gesinnung hätten oft leichtes Spiel, sich in freien Schulen einzubringen. Mit fatalen Folgen. Der Einfluss von den rechtsextremen Familien führt dazu, dass die Kinder langfristig geprägt werden. Das heißt, wir haben an der freien Schule natürlich auch insbesondere Kinder, die noch sehr jung sind, die in einer Phase sind, wo sie stark geprägt werden durch ihre Umwelt, durch ihr Umfeld. Und das, gerade da sehen wir die Gefahr, dass sich da langfristige rechtsextreme Karrieren natürlich auch herausbilden, wenn sie so früh mit dieser Ideologie konfrontiert werden und da geradezu reingezogen werden. Was das bedeuten kann, erfuhren Eltern, Lehrer und Erzieher der Freien Schule Mittelweser in Steierberg. Die Schule liegt in einem Umfeld, das stark von völkischen Siedlungen und Familien aus dem Reichsbürgermilieu geprägt ist. Hier hatte sich ein Lehrer etabliert, der mehr und mehr versuchte, seine rechte Gesinnung an die Schüler zu bringen. Ja, der Lehrer hat angefangen mit der Leugnung des vom Menschen gemachten Klimawandels. Das ging insbesondere auf Anfeindungen der Fridays for Future-Bewegung zurück, die er dann auch insbesondere vor den Schülerinnen und Schülern wiederholt hat. Und ist dabei immer weiter in so einem Radikalisierungsprozess zu Verschwörungsideologien abgedriftet, die er dann ganz konkret bezogen auf bekannte rechtsextreme Webseiten gestützt hat. In der Schulgemeinschaft fiel die Gesinnung des Kollegen zunächst nicht auf. Er war freundlich und mit politischen Statements, die als rechtsextrem gedeutet werden könnten, hielt er sich zurück. Der ist ja hier angefangen erst mit ganz wenig Stunden und war immer ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch und hat sich auch im Team ganz wenig eingebracht. Also er ist schon sehr geschickt vorgegangen, würde ich sagen. Er ist so ein Typ, so ein unscheinbarer Typ, dem man eigentlich wirklich nichts Böses zutraut. Also so ganz, deshalb war es auch, glaube ich, so schwierig. Und wenn er die Kinder irgendwie instrumentalisiert hat, beeinflusst hat, hat er sich dann im Nachhinein dumm gestellt. So, nee, das habe ich ja so nicht gemeint. Und natürlich kann man Kinder viel einfacher beeinflussen, wenn man sagt, ach, ich glaube, das könnte vielleicht. Und hat dann immer so getan, als hätte er das nicht mit Vorsatz gemacht. Und es war dann aber ziemlich schnell das Thema da, dass er irgendwie Dinge befürwortet hat, die die AfD vertritt.
und auch Menschen genannt hat aus der AfD, die er besonders toll fand. Rechte kapern Köpfe ganz gezielt, besonders in Bildungseinrichtungen. Viele Pädagogen wissen nicht, wie sie mit dem Thema Rechtsextremismus umgehen sollen. Am Ende wird das Problem oft unter den Teppich gekehrt. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Niedersachsen sieht dringenden Handlungsbedarf. Gerade im ländlichen Raum gehe die Einflussnahme auf Kinder und Jugendliche besonders subtil vonstatten. Rechtsextreme Familien, aber auch rechtsextreme Einzelpersonen erkennt man als solche in den meisten Fällen nicht mehr. Wir haben das insbesondere in Steierberg gesehen, an der Schule, aber auch in einem weiteren Umfeld, dass Rechtsextreme sich nicht mit Springerstiefeln und Glatze meinetwegen gebaren, sondern viel alternativer in ihrem Erscheinungsbild, ökologisch wirken. Was bei den meisten Personen erstmal ein Bild von Linken, von Hippies aufkommen lässt, aber eben nicht von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Und da die Sensibilität herzustellen, dass Rechtsextreme ganz viele verschiedene Elemente nutzen, um ihr Gedankengut an die Leute zu bringen, das erstmal herzustellen, ist ein ganz wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung. Ja, und der polarisierende Lehrer hatte es geschafft, dass die Schulgemeinschaft sich fast zerstritt. Viele wollten nicht glauben, dass der Kollege strategisch vorging und ganz gezielt versuchte, rechtes Gedankengut an die Schüler zu bringen. Doch gemeinsam wagte das Kollegium den Schritt, die mobile Beratung um Hilfe zu bitten. Das offensive Vorgehen gegen den Lehrer bewirkte schließlich eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses. Ein Ende, wenn auch mit Schrecken. Aber das kann auch sehr schnell kippen. Also ich glaube, hätten wir es jetzt nicht gemerkt und in einem halben Jahr hätten wir eine ganz gefestigte Situation vielleicht gehabt, dass sich die anderen Eltern viel fester hier in die Schulgemeinschaft eingegliedert hätten und so weiter. Und dann hätte das alles ganz anders ausgehen können. Auch in einer Waldorfschule im nordrhein-westfälischen Minden gerät 2015 das Weltbild einer Schulgemeinschaft ins Wanken, als ein rechtsextremer Lehrer auffliegt. Mit zwei Kindern hatte sich Susanne Aisch ganz bewusst für eine freie Schule entschieden. Sie ahnte nicht, dass der Lehrer 20 Jahre lang unentdeckt Einfluss auf seine Schüler nehmen konnte. Aufgefallen ist es durch die Aufmerksamkeit von Schülerinnen, von ehemaligen Schülerinnen, die ihren ehemaligen Lehrer mal im Internet gegoogelt haben und dann sehr schnell auf diese Zusammenhänge gestoßen sind. Die Schülerin Maria findet einen Artikel über einen Friedhof, auf dem sich Altnazis beerdigen lassen, und den Namen ihres Lehrers als Vorsitzenden des Trägervereins. Ich habe den Namen gelesen, Lehrer aus Uchte, war völlig verwirrt, weil ich dachte, das ist Wolf-Dieter Schröppe, unser HWK-Lehrer, Handwerk Künstlerisches. Wie kann das sein? Guck mal, ist das nicht verrückt? Und ist er etwa Nazi? So? Bei unserer Recherche zu diesem Film hören wir immer häufiger von rechtsextremen Vorfällen an Bildungseinrichtungen. Von Pädagogen, die mit Kriegsverbrechen in Verbindung stehen. Von Lehrern im Umfeld völkischer rechtsnationaler Gemeinschaften. Und von Eltern, die Angst haben, öffentlich darüber zu sprechen. Nicht viele trauen sich das, so wie die Mutter Susanne Aisch aus Minden. Meine Tochter kam dann nach Hause und hat gesagt, Mama, guck doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Nee, das ist einer von den Guten, das kann nicht sein, das glaube ich nie. Und dann habe ich das zwei Wochen liegen lassen und dann kam meine Tochter und Mama, du musst da mal hingucken. Und dann nach einem Tag Internetrecherche war schon sehr klar, dass das, was man da findet, also sehr offen lag. Also man kann nicht sagen, dass der wahnsinnig vorsichtig war, also eigentlich gar nicht. Im Internet präsentiert sich der Lehrer heute als Kunsthandwerker, nennt sich Moorschmied und wirbt für seine Fertigkeiten. Wolf Schröppe ist Kunst- und Handwerkslehrer und widmet sich in seiner Freizeit dem Bronzeguss. Wie schon unsere Vorfahren in der Bronzezeit gießt er aus dem Metall Alltagswerkzeuge und filigrane Kunstwerke. Ich will mich mal auf den Weg machen, mit diesen einfachen Mitteln eben das nachzuvollziehen, was damals gemacht wurde. Wolf-Dieter Schröppe hatte als Hausmeister an der Schule in Minden begonnen und sich zum Handwerkslehrer hochgearbeitet. Er war beliebt, alle mochten ihn.
Von seinen rechtsextremen Aktivitäten außerhalb der Schule ahnte noch niemand etwas. So erarbeiten sich rechte Ideologen oft über Jahre hinweg einen festen Platz an der Schule. Aber wie solche Lehrer entdecken? Freie Schulen sind, genau wie die staatlichen, der Schulaufsichtsbehörde unterstellt. Im Falle schwerer Verstöße, wie der Leugnung des Holocaust beispielsweise, darf die Schulbehörde eingreifen, Lehrer entlassen und Schulen schließen. Dieser konkrete Nachweis ist allerdings sehr schwer und es gibt in freien Schulen weniger innerschulische Kontrollmechanismen, als es sie in staatlichen Schulen gibt, wo es ganz klar auch eine Fachaufsicht innerschulisch gibt durch Fachleitung und Fachbereichsleitung, wo bei der Schulleitung die Fäden zusammenlaufen. Wie also an freien Schulen den Nachweis führen, wenn ein Lehrer zunächst politisch nicht auffällt? Wenn konkrete Volksverhetzung nicht nachzuweisen ist, weil das im Unterricht geschieht und nur Schüler es bezeugen können? Wenn Rechtsextremismus unvorstellbar scheint, weil jemand so beliebt ist wie Marias Lehrer an der Mindener Waldorfschule? Der Großteil der Schulgemeinschaft hat zu dem Mann aufgeblickt und hat das Möglichste getan, irgendeine, egal wie Hanebüchen, im Endeffekt eine Erklärung zu finden dafür. Doch einige Eltern geben sich mit der Situation nicht zufrieden, verstehen nicht, dass die Schülerin beim Kollegium kaum Gehör findet. Sie suchen nach weiteren Beweisen. In einem Dokumentarfilm über eine deutsche Schule im argentinischen San Carlos de Bariloche 1992 entdecken sie ihren Lehrer im Vorstand neben NS-Kriegsverbrecher Erich Priebke. Eine elitäre Schulgemeinschaft mit Feiern zum Führergeburtstag, täglichem Fahnenappell unter maßgeblicher Führung von Priebke und anderen NS-Familien, für die der Holocaust eine Alliiertenlüge war. Nur 3 Jahre später, 1995, kam Schröppe an die Waldorfschule in Minden. Man ist nach wie vor total erschüttert darüber, dass sowas möglich ist und dass es möglich ist, dass so jemand so lange unbemerkt arbeitet. In der Schule war der Lehrer bis dahin kaum aufgefallen. Niemand verdächtigte ihn. Nur von Schülern gab es hin und wieder Irritationen über sein gelegentlich autoritäres Auftreten. Den Lehrer zu kritisieren, ist für Schüler schwer. Er ist Respektperson und oft auch Freund. Gerade an freien Bildungseinrichtungen, die meist kleiner sind und an denen ein vertrauter Umgang gepflegt wird. Diejenigen, die konkret mitbekommen im Unterricht selber, was dort vertreten wird, sind die Schüler und Schülerinnen. Denen muss geglaubt werden, auf der einen Seite, wenn sie erzählen, dass dort komische Sachen erzählt werden und beispielsweise der Holocaust verharmlost wird und so weiter. Oft ist auch das eine Schwierigkeit, dass den Jugendlichen dann geglaubt wird, dass sie wirklich da auch das entsprechende Problembewusstsein mit sich bringen und dass man auch denkt, das kann nicht sein. Eine Lehrerin der Mindener Schule, die ihren Namen nicht nennen möchte, erfuhr von dem freundlichen Lehrer besonders viel Wertschätzung. Dass der ein Mann mit rechtsextremer Gesinnung war, wollte auch sie bis zum Schluss nicht glauben. Sich den Irrtum lange nicht eingestanden zu haben, quält sie bis heute. Deswegen möchte sie ihr Gesicht nicht ganz offen zeigen. Er war nicht nur der Lieblingslehrer-Typ für die Schülerinnen und Schüler, er war auch der Lieblingslehrer der Kolleginnen und Kollegen. Erst spät kann sie sich eingestehen, Schröppe ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Eine Mutter kam zu mir und hat mir den Film gezeigt mit den Vorgängen um Erich Priebke. Und das war für mich ein Punkt, wo eine Umkehr stattgefunden hat. Ich habe also mit einem Schlag quasi gemerkt, dass das alles falsch war. Und da musste ich erstmal mich sortieren, wie ich überhaupt irgendwie da weiterleben kann an der Schule. Dass ich mich wirklich einfach schäme. So. Und ich ein Glück, ich weiß nicht, wie ich klargekommen wäre, wenn ich mich auch schäbig verhalten hätte. Einige Eltern wenden sich schließlich an Experten der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Nordrhein-Westfalen.
Wir haben in zwei Berichten unsere Recherchen und Analysen der Aktivitäten und der Texte, die Schröppe publiziert hat, zusammengefasst und der Schule, also der Lehrerinschaft als auch der Elternschaft, zur Verfügung gestellt. Wir kommen in diesen beiden Berichten zu einem eindeutigen Schluss, dass Wolf-Dieter Schröppe Aktivist und Autor in extrem rechten Netzwerken, völkischen Netzwerken und auch als neonazistisch einzuordnenden Netzwerken war. Und ich werde nie vergessen, die Beratungsstelle bereitet vor einer gesammelten Elternschaft und einer Lehrerschaft diese Fakten aus und dennoch wird das von führenden Teilen des Kollegiums abgestritten, dass es eine rechtsextreme Gesinnung des Kollegen geben könnte. Diese Tendenzen von Verharmlosung, von Entpolitisierung, von also davon, dass man das nicht so ernst nimmt oder sagt, das war vielleicht mal ein Ausrutscher oder das kann er nicht so gemeint haben. Also das sind Tendenzen, die kennen wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Das kennen wir aus dem Sport, das kennen wir aus anderen Vereinen und so weiter. Das einfach erst dann, wenn es gar nicht mehr zu leugnen ist, wenn man wirklich Fotos und Belege im Internet findet, wenn sich jemand so stark auch positioniert, dass man ihm wirklich rechtsextreme Gesinnung nachweisen kann, dann kann die Schulaufsicht agieren. Aber der Weg dahin ist nicht so leicht. Schröppe ist es gelungen, zu einem unverzichtbaren Kollegen aufzusteigen. Einer, der überall mitentscheidet. Doch der Bund der Freien Waldorfschulen sieht sich handlungsunfähig. Wir haben keine Möglichkeit, direkt in Arbeitsverträge und Sonstiges von Schulen einzugreifen. Die Schulen sind gemeinnützige Vereine, die sind von Eltern und Lehrern selber organisiert. Und alle Maßnahmen, die da getroffen werden müssen, können und dürfen nur von der Schule getroffen werden. Die Schule aber ist zerstritten. Eltern, die mit dem Verbleib des Lehrers nicht einverstanden sind, fordern den Verband auf, ihn zu entlassen. Und zu untersuchen, warum so viele im Kollegium hinter ihm stehen. Am Ende fordert der Verband der Freien Waldorfschulen das Kollegium auf, sich von dem Lehrer zu trennen. Man hat das nur auf Druck gemacht, auf Druck der kritischen Eltern. Und die wiederum quasi den Bund der Freien Waldorfschulen mitgenötigt haben, die auch nicht mehr anders konnten. Und auf den Druck hin hat die Schule Herrn Schröppe überhaupt entlassen mit einer Abfindung. Der Lehrer taucht auf bei einem Szene-Event einer völkischen Avantgarde an einem abgelegenen See in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Mitgliedern der AfD und der identitären Bewegung, die fest in der völkischen Szene verwurzelt sind. Eine heidnisch geprägte Hochzeit als Bestandteil eines politischen Gemeinschaftswillens. Das war 2017. Ob der Lehrer heute noch politisch aktiv ist, ist nicht bekannt. Seit Susanne Aisch erlebt hat, wie schwer es ist, extrem rechte Pädagogen zu erkennen und wie viel Mut es braucht, sie zu entlarven, hat sie Kontakt aufgenommen zu betroffenen Eltern anderer freier Schulen. Es war tatsächlich bei vielen Telefonaten so, dass man die Sätze des anderen ergänzen konnte. Also die Strukturen scheinen weitreichend sehr ähnlich zu sein. Immer um Lager denken, immer wir und die, um Ausgrenzung, um Vereinzelung von Leuten, um Unterdrückung von Kritik, um Mobbing von Kollegen, Mobbing von Kindern. Die Leute haben alle sehr viel Angst. Immer häufiger hören wir am Telefon von Vorfällen um rechtsextreme Lehrer, Eltern oder Erzieher. Meist bleibt es bei Tonaufnahmen. Denn viele berichten von Angst, öffentlich darüber zu sprechen, wenn an ihrer Schule schon kleine Kinder den Hitlergruß zeigen oder auf dem Schulhof Judenwitze erzählt werden und niemand einschreitet. Freie Schule Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 200 Schüler werden hier nach reformpädagogischen Konzepten bis zum Abitur geführt. Die Schule gehört zu einem bundesweiten Netzwerk von Bildungseinrichtungen, die sich aktiv gegen Diskriminierung und Gewalt einsetzen. Aber diese freie Schule liegt in einem problematischen Einzugsgebiet. Im Umkreis haben sich sogenannte völkische Siedler eingerichtet, Neo-Artamanen. Sie wirken wie alternative Aussteiger und organisieren sich bei Brauchtumsfeiern. Ihre Kinder besuchen private und öffentliche Schulen und sorgen seit einigen Jahren schon für Verstörung in der Region.
Die sind eine sehr heterogene Gruppe, die hier nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind, Resthöfe aufgekauft haben oder alte Grundstücke. Und die suchen sich natürlich eine Schule in ihrer Nähe und eine Schule, in der sie im Prinzip auch Einfluss nehmen können. Weil freie Schulträger oder Schulen in freier Trägerschaft versuchen in der Regel, die Eltern auch stark zu involvieren in den Schulalltag, in Mitbestimmungsgremien zu integrieren, um eine enge Zusammenarbeit zu organisieren. Karen Larisch ist Mutter einer Tochter, die hier schon in den Kindergarten ging. Immer wieder war das Mädchen befreundet mit Kindern aus den völkisch-nationalistischen Siedlerfamilien. Für die Mutter ein jahrelanges Problem. Wie dem Kind den fragwürdigen Umgang erklären, der Tochter die Gefahr und das taktische Vorgehen der Rechtsextremen, die wie Ökos aussehen, vermitteln. Sie versuchen es, indem Kinder Freundschaften schließen. Solange die Kinder klein sind, wissen die auch nicht, was da auf der Toilette für eine Zeitung liegt oder was für Bücher die zu Hause haben oder was die eigentlich damit meinen, wenn sie das so erzählen, so die eigene Scholle und Blut und Boden und naja, den ganzen Kram. Eine herausfordernde Situation für Eltern und Lehrer. In der Schule fallen die netten, rechten Siedlerfamilien zunächst nicht auf. Sie sind freundlich und zurückhaltend. Sie tragen ihre Ideologie nicht nach vorne heraus, sodass wir das im Prinzip gar nicht gemerkt haben. Und wir sind dann darauf aufmerksam geworden, es gab eine Elternvertreterwahl. Auf einmal hatten wir zwei Eltern, die dann im Elternrat unserer Schule waren und von denen wir dann auch erfahren haben, dass sie direkt dieser Gruppe zuzuordnen sind. Die Freie Schule Güstrow legt großen Wert auf das Vermitteln eines toleranten Weltbildes und nennt sich Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Doch das ist schwierig in einem Umfeld, das von Netzwerken zwischen NPD, rechten Kameradschaften und völkischen Nationalisten geprägt ist. Wir werden in Güstrow zum Beispiel angepöbelt, weil Schülerinnen und Schüler Stolpersteine putzen. Unsere Jugendlichen haben eine Demonstration zu Zeiten der Flüchtlingswelle organisiert und wir sind ganz, ganz scharf da kritisiert worden und auch angefeindet worden. Wir haben eine von der Gewerkschaft Verdi initiierte Ausstellung zur AfD in unseren Räumen organisiert und haben dort einen Shitstorm ausgelöst. Sondergleichen. Solche Anrufe habe ich hier noch nicht gesehen. Wir haben eine Tanzveranstaltung, Tanz für Toleranz hieß die, die wurde unter Staatsschutz genehmigt, weil so viel Anfeindungen im Prinzip aus dem Netz und aus den rechten Netzwerken gekommen sind. Wir haben das dann trotzdem gemacht. Das ist eher die Problematik. Und die völkischen Siedler sind ein Teil in dieser Gesamtszene. Kinder rechtsextremer nicht aufzunehmen, widerspricht eigentlich dem pädagogischen Konzept freier Schulen. Um dem Problem trotzdem Einhalt zu gebieten, hat die Güstrower Schule jetzt einen Demokratieparagraphen in den Schulverträgen. Wer sein Kind anmeldet, unterschreibt, dass niemand aufgrund seiner Herkunft und Überzeugung benachteiligt werden darf. Wer dagegen verstößt, kann den Schulplatz verlieren. Der Handlungsdruck wächst. Rechte sind bundesweit an Schulen aktiv. Nicht nur an solchen in freier Trägerschaft. Sie gewähren zu lassen, wegzuschauen oder abzuwarten, darf nicht länger eine Lösung sein. Zu den Grundpfeilern demokratischer Bildungsarbeit gehört es, sich dem Problem zu stellen und gemeinsam Einhalt zu gebieten. Rechten die Stirn bieten, bevor sie wieder Fuß fassen.